Um ganz ehrlich zu sein, ich hasse schnell. Also ich hasse jegliche Form von Geschwindigkeit, deshalb fahre ich auch ungern Auto. Ich bin sehr gerne entschleunigt. Also was ich unglaublich gerne mag, ist Tagträumen. Das ist so eine Entspannungsform von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich sag mal, die unterschiedlichen beiden Ebenen vom Traum ist wirklich Träumen, also Entrücken im romantischen Gedanken oder das kindliche Träumen einer Märchenwelt oder halt der Traum, will man im Leben hin. Ist bei mir immer so eine Vermischung. Also ich finde traumhafte Dinge wahnsinnig schön und deshalb träume ich auch sehr gerne von jeglichen Dingen. Heimat. Ich bin in Dänemark geboren, als Teil der deutschen Minderheit und habe das große Privileg, in einem wunderbaren Land zu leben, aber eine andere Identität zu vertreten und so im Grunde komplett zweisprachig und zweikulturell groß geworden zu sein. Ich kann mir ein Leben ohne irgendeinen Wasserzugang nicht vorstellen. Also wenn man zwischen zwei Küsten groß wird, zwischen Ost- und Nordsee, nur 60 Kilometer an der breitesten Stelle, dann hat man das täglich in der Luft, man hat es täglich im Sein, im Gefühl. Ich glaube, wenn man alleine ist und man hat ein Haustier, ist es sowieso schon ein toller Weg zur Zweisamkeit. Ein Hund speziell, weil ich ein unglaublicher Hundefan bin, ist einfach, es gibt kein anderes Tier auf dieser Welt, was eine solche Symbiose zwischen Mensch und Tier darstellt wie der Hund. Wir haben den Hund erschaffen, nicht die Evolution, sondern der Mensch aus dem Wolf. Und ich glaube, jedes Haus, jede Wohnung, jede Familie braucht einen Hund oder ein Haustier, um komplett glücklich zu sein. Happy End ist wichtig, nötig, weil es Spaß macht. Es macht einfach viel mehr Spaß als alles andere.